Früher nicht erlaubt, heute verboten gut. 50 Jahre Frauenfußball in Deutschland. Wir feiern mit und geben einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Dazu haben wir zwei Fußballerinnen eingeladen, mit denen wir uns mal über den Alltag am Sportgymnasium hier in Jena unterhalten wollen. Das ist die Juline Reimann, 11 Jahre 6. Klasse, und die Josephine Schlichting, 17 Jahre und 12. Klasse. Juline, wo kommst du her und seit wann spielst du eigentlich Fußball? Ich komme aus Dingstedt, das ist in der Nähe von Weimar. Und ich spiele seit ich 15 Fußball. Also seit 6 Jahren schon Fußball aktiv betrieben, wunderbar. Josie, wo kommst du her? Wie lange spielst du schon Fußball? Also ich komme aus Solstedt, das ist ein kleines Dorf in Nordthüringen, und ich spiele seitdem ich 5 bin Fußball, seitdem ich 6 bin im Verein bei den Jungs und seit 2016 hier. Okay. Bei den Jungs, sag mal ganz kurz, wie war so dein sportlicher Werdegang? Bei welchen Mannschaften hast du gespielt? Und wie war denn ja, so der Übergang ans Sportgymnasium so nach Jena? Also es war eigentlich relativ vom Zufall geprägt. Also ich habe bei den Jungs gespielt, seitdem ich 6 bin, bis ich 14 war. Dann bin ich über verschiedene Sichtungsturniere in die Thüringen-Auswahl gelangt. Und dort entstand dann so allmählich der Kontakt nach Jena. Und dann wurde ich hierher eingeladen zum Sichtungsturnier und habe dann an meinem Geburtstag die Eignung bekommen für Sportgymnasium. Und dann fiel mir die Entscheidung eigentlich relativ leicht, hierher zu kommen. Okay, super. Juline, du kommst ja aus Dehnstedt. Hast du in Dehnstedt Fußball gespielt oder bei welchen Mannschaften warst du bisher? Ja, also im Nachbardorf, im Königsdorf, habe ich Fußball gespielt. Ja, bis in Jena. Okay. Und aktuell spielst du bei welcher Mannschaft, wenn ich fragen darf? Bei der U12, bei den Mädchen vom ja. FCC und bei den Jungs der U10 vom FCC, okay. Und noch in meinem Heimatverein in Konstanz. Ah, super. Also sogar drei Mannschaften. Macht dir das Spaß? Ja. Okay, sehr gut. Seit wann bist du am Sportgymnasium? Seit 2019. Seit 2019, okay. Und nimm uns doch mal mit, wie sieht so eine ganz normale Woche bei dir aus, hier in Jena am Sportgymnasium, was Schule betrifft, aber auch dein Training am Nachmittag? Ich stehe um 6 auf, dann fährt mich meine Mama in die Schule, dann habe ich meistens bis 13.30 oder 14.20 Unterricht, und montags habe ich dann bei der U10 Training, mittwochs Stützpunkt und donnerstags entweder U10 oder Mädchentraining. Das wechselt sich jede Woche ab, und freitags habe ich dann noch ein Heimspiel. Wow, also die Woche ist bei dir voll. Wann kommst du abends nach Hause? So um 7 Uhr. Und dann Hausaufgaben, oder wie? Ja. Wow, okay. Sehr gut. Also ein ganz spannender Einblick in den Wochenalltag einer 11-jährigen Fußballerin. Josie, du spielst in der ersten Frauenmannschaft des FC Karlsruher Jena, also zweite Frauen-Bundesliga. Wie sieht denn dein Wochenalltag aus? Also ich stehe um 6.30 Uhr auf, dann frühstücken, 7.30 Uhr beginnt dann die Schule. Ich habe meistens bis 13.30 Uhr Schule, und zweimal die Woche haben wir im Unterricht noch Spezialsport, das bedeutet Training, also zwischen den Unterrichtsstunden. Das betrifft den Dienstag und den Donnerstag. Und ja, da werden nochmal andere Aspekte trainiert, die man jetzt im Mannschaftstraining keine Zeit hat, zum Beispiel Athletik. Jetzt ist natürlich der Anspruch, zweite Frauen-Bundesliga, die Umfänge im Training, die Spiele am Wochenende. Ich glaube, es gibt Auswärtsfahrten, wo ihr zwei Tage unterwegs seid, mit Anreise, mit Übernachtung, mit Wettkampf. Ist das zu schaffen? Das heißt, du bist relativ kurz vorm Abitur. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite dieser Leistungssportgedanke, zweite Frauen-Bundesliga. Wie ist denn beides zu vereinen? Ist das zu schaffen? Also ich komme sehr gut klar mit der Belastung in der Schule und im Training. Also es ist Gewöhnungssache, aber es wird ja dann nach der Zeit zum Alltag. Also in den letzten 4 Jahren habe ich gelernt, wie ich damit umgehen kann. Und jetzt klappt das eigentlich relativ gut. Okay. Und 12 Jahre hast du gesagt, spielst du jetzt schon Fußball, bist jetzt im 5. Jahr hier in Jena am Sportgymnasium. Gab es für dich auch schon mal Phasen, wo der Fußball vielleicht nicht an erster Stelle stand, oder anders gesprochen, wo es Rückschläge gab, die dich vielleicht auch Kollegen angeregt haben, mit Fußball aufzuhören oder zumindest andere Sachen vielleicht zu favorisieren? Ja, gab es durchaus. Also vor einem Jahr, nachdem ich meine 10. Klasse beendet habe,
dann habe ich mit dem Gedanken gespielt, wieder nach Hause zu gehen. Grund dafür war zum einen, dass ich nicht mehr so viel Spaß hatte im Training und zum anderen halt, weil viele Freunde in dem Jahr gegangen sind und nach der 10. Klasse so die letzte Möglichkeit ist, wo man nochmal wechseln könnte, was die Schule her anbelangt. Ja, aber nach vielen Gesprächen mit Trainern, Lehrern und Eltern und Freunden, da habe ich beschlossen, dass ich die Vorbereitung noch probiere und schaue, wie es in der neuen Mannschaft ist, mit neuen Mitspielerinnen. Und da habe ich dann den Spaß am Fußball wiedergefunden und die Entscheidung getroffen, hier zu bleiben. Bis jetzt habe ich die noch nicht bereut. Okay, super. Also ein sehr, sehr intensives Tagesgeschäft. Der Alltag ist vollgepackt, ihr bekommt das mit. Mit Schule, mit Leistungsfußball und egal ob jetzt in der 6. Klasse bei 11-jährigen Fußballerinnen oder in der 12. Klasse bei Fußballerinnen der 2. Frauen-Bundesliga gibt es da ganz, ganz viele Sachen, die rechts und links den Fußball, den Schulalltag auch beeinflussen. Was hast denn du, abschließend gefragt, Julien, für Ziele für deine sportliche Zukunft? Was willst du niemals erreichen? Ich würde später in der Bundesliga spielen. Okay, sehr gut. Hast du denn ein Vorbild vielleicht sogar im Fußball? Dein Papa ist ein Vorbild. Sehr gut. Beste Antwort. In Ordnung. Josie, ja. Wie sieht es bei dir? Was sind deine Ziele? Also, ich möchte jetzt erstmal eine richtig gute Saison in der 2. Bundesliga spielen, mit dem Ziel vielleicht auch aufzusteigen wieder in die 1. Liga. Und nach meinem Abitur habe ich noch den Traum, in die USA zu gehen, dort Fußball zu spielen. Aha. Und später dann, wenn die Gesundheit mitspielt, sich in Deutschland dann wieder festzuspielen. Okay. Wow, das war sehr spannend, sehr, sehr interessant. Ich wünsche euch beiden ganz, ganz viel Gesundheit, euren Familien ganz viel Gesundheit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ganz, ganz vielen Dank für den interessanten Einblick in den Alltag, was Schule betrifft und Leistungssportfußball hier beim FC Karl Zeiss Jena, hier am Sportgymnasium hier in Jena. Vielen Dank und alles Gute. Danke.